Weiter geht es mit einer neuen sonnigen Folge The Last of Us Part 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz sonnig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte verstrahlte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Leute, ihr wollt mich supporten? Geht ganz schnell, einfach eine Bewertung reindrücken. Und das Spiel nimmt kein Ende. Jetzt sind wir hier in Kalifornien unterwegs. Aber hey, kein Regen. Kein Regen und wunderschönes Wetter. Ich dachte schon, das Wetter wäre kaputt gegangen. Die Infizierten, sie nahmen uns das Wetter. Okay. Ja, in Kalifornien sind die Infizierten eben gut durchgebräunt. Dem hier ein tolles Leben. Abby? Boom! Wie viele kommen hier? Alles klar, sehr gut. Du Dämonenkiller. Shotgun raus und... Schädel runter. So will ich das sehen. Genau so will ich das sehen. Okay. Sieht gut aus. Komisches Graffiti. Ist das von den Fireflies? Nee. Nein. Jedenfalls nichts, was ich erkenne. Das haben wir vorhin schon mal gesehen und das sieht aus, als wäre es irgendeine Gang. Die Bloods sind die Crypts. Was, wenn wir sie hier nicht finden? Wenn sich alle Spuren verlieren, was willst du dann tun? Weiß nicht. Hier weggehen. Oh oh. Klicker. Oh oh. Klick, klick. McDurk. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's ziemlich doof, dass Ellie die Rache, die Vendetta nicht beenden kann. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, was Abby noch vorhat. Aber eins muss man Abby lassen. Ja, das räume ich hier ein. Sie verhält sich schon mal nicht so dämlich wie Ellie. Denn sie hat gesagt, komm mir nie wieder unter die Augen. Haken. Vernünftig. Habe ich ein Messer? Nee, ne? Ah, und ich habe kein Klebeband. Daneben so. Alles ruhig jetzt. Gut. Noch und jetzt bekomme ich Klebeband. Ich wusste, da draußen war was. Ja, hast du. Bleib wachsam. Suchen wir weiter nach dem Haus. 24, 25. Sehr gut. Das neue Mantra. 24, 25, 24, 25. 24, 25. Was steht denn hier? Die Rattler sind da. Keiner wird mich zu seinem beschissenen Sklaven machen. Andrew, Logan, Ori, Daddy kommt jetzt zu euch. Wer zum Geier sind die Rattlers? Eine neue Gang, eine neue Sekte, irgendeine kalifornische Biker-Gang, die durchgedreht ist und gesagt hat, so, jetzt übernehmen wir. Was willst du heute zum Abendessen? Wir haben doch noch die Hummer von gestern. Ihr habt Hummer? In einem Eimer an Deck. Oh, richtig. Super. Alter, die leben ja wie die Könige. Wir haben noch Erdbeeren. Erdbeeren? Wenn wir Hummer? Fireflies finden, feiern wir das mit Erdbeeren. Wenn nicht, trösten wir uns mit Erdbeeren. Cool. Tja. Das könnte ich sein. Wenn ich heute ganz viele Klicks und Geld mache, dann feiere ich das mit Schokolade. Wenn niemand meine Videos guckt und ich gar kein Geld mache, dann trauere ich eben mit Schokolade. Aber meistens mache ich ja ganz, ganz viele Klicks und ganz, ganz viel Geld. Deswegen bin ich auch so dick. Ne, Quatsch. Mhm. Mehr Symbole, ja. Ne, das erinnert mich so ein bisschen halt an eine Gang. Totenkopf, Schlange. 24, 22. Fast da. Das ist irgendeine Gang. Also spielt der nächste Teil in Kalifornien. Wäre geil, Mann. Ich sehe keine Hausnummern. Ja. Das muss es sein.
Oder? Ja. Moment, was war hier drüben? Abby. Die Geraden. Ich glaube, wir haben es schon. Ja, aber vielleicht gibt's da irgendwie noch geile Sachen oder ein bisschen Informationen über diese komische Gang. Kann man da rein? Wartet mal, Leute. Rattlers. Nee. Zugenagelt. Und hier hinten ist Ende, ha? Huh? Ja, vielleicht spielt der nächste Teil in Kalifornien. Also, ich keine Ahnung, ob die Part 3 machen. Wenn man eins von Naughty Dogs ja weiß. Bei Uncharted haben sie ja auch ein schönes Ende gemacht, dass man wirklich das Gefühl hatte, okay, Nathan Drake ist durch, das ist sein Ende. Und ich hoffe, sie machen das auch hier. Dass sie sagen, hey, das ist das Ende von The Last of Us. Aber wahrscheinlich wird es so sein, Ellie stirbt, Abby stirbt, alle tot. Das hast du nun davon. Was lernen wir daraus? Sieht verlassen aus. Such weiter. Hab nie jemanden gerne. Alles sind Scheiße. Draußen, aber Pflanzen sehen anders aus. Sieht eher aus wie die Kinderfantasie einer Landschaft. In der alten Welt hat man oft Kinderzimmer so dekoriert. Mein Dad hat mir einen bunten Dschungel gemalt. Oh, das hätte Yara gefallen. Glaube ich auch. Tja. Okay, was haben wir hier? 2425 Constance. Wir sind da. Santa Barbara, okay, da wo Owen hin wollte. Hier ist nichts. Das wissen wir noch nicht. Aktueller Bewohner, kann sie das nicht aufmachen einfach? Dann wüssten wir vielleicht mehr. Ich meine, jeder Hinweis ist doch ein guter Hinweis, oder nicht? Boah, ich liebe Kalifornien. Ich liebe Los Angeles. Ist einfach geil dort. Ist einfach geil dort. Und Gras ist legal. Okay, warte mal, hier drüben geht's noch irgendwo hin. Badezimmer ohne Leiche. Nett. Gibt es noch Pillen? Es gibt noch Pillen. What? Ich kann mit Pillen noch weiter leveln? Holy moly. Bedeutet das, es geht noch 3 Stunden? 4? 100? Millionen Stunden? Vielleicht geht es woanders rein. Woanders? Erstmal oben immer gucken. Ich versuche zu helfen. Du hilfst immer. Das stimmt, der ist echt nützlich, der Kleine. Die Doppelscheibe. Was haben wir hier? Grill? Pool? Mann, wie gerne hätte ich so eine Bude. Ich wäre schon mit sowas komplett zufrieden. Aber natürlich in Kalifornien. Ist das der Raum? Ich glaube ja, oder? Hier ist auf jeden Fall Loot drin. Nada. Wirklich gar nichts? Kann nicht sein. Ja, so eine Bude würde mir schon komplett reichen. Pool, kleine Ecke, wo ich meinen Grill hinstellen kann. Morgens aufstehen, bisschen schwimmen gehen. Allgemein finde ich eh diesen Luxus. Aufstehen, schwimmen gehen. So ultimativ. Ich glaube, wir sind hier fertig. Nein, warte. Allein wenn du hier hingehst und sagst, boah. Was gefunden? Ich chill hier gerade im Pool, lehne mich schön an und trink was. Gartenhütte. Vielleicht, Geheimer Hebel irgendwo. Huh.
einmal Rasenmäher. Die Berthöhle ist unter der Gartenhütte. Keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Lev? Ha, kann man den Schrank bewegen? Ich kann mich nicht bewegen. Ich steck irgendwie... Geil. Okay, jetzt. Kratzer. Kusch. Die kleine Spürnase, ne? Oh, yes. Hallo? Vorsicht. Okay, hier haben Leute gelebt. Anscheinend eine ganze Gruppe. Hier war schon lange keiner mehr. Da muss ich dir leider recht geben. Ja, hier war schon lange keiner mehr. Die ganzen Vorräte hier sehen verlassen aus. Ich finde aber immer noch Munition. Das bedeutet, irgendwas wird kommen. Alles in allem eine hübsche Bruchbude. Sie waren eine Weile hier. Alter, wie geil ist das denn? Das ist die Dusche. Dusche und alles. Mhm. Wie jetzt? Du hast noch nie eine Dusche gesehen? Aber man kann doch auch aus Holz eine Dusche bauen, rein theoretisch, oder? Und man kann auch... Ihr hattet ja Feuer. Warmes Wasser wäre doch möglich gewesen. Ihr habt ja auch gekocht. Schau dich um. Die haben ja auch gekocht, oder? Die haben ja nicht alles roh gefressen. Also durften sie auch wohl, keine Ahnung, aus Metall einen Kessel haben. Oder war das schon böse? Der Kochtopf. Bestimmt Solarstrom. Oh. Naja. oder sowas hier. Obwohl, die wären ja schon längst kaputt. Wären schon längst zusammengefallen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht. Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Hm. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Hallo? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo, hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Salt Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson.
Er war mein Dad. Das gibt's ja nicht. Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Kathleen Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freue mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. Ja, leck mich doch. Die Fireflies. Okay. Scheiße, Mann. Gut. Du hattest recht. Wie war das? Warum soll ich mich immer wiederholen, wenn ich falsch liege? Weil ich mich dann besser fühle. Und weil es so selten passiert. Alter, bei mir klingelt schon immer, wenn ich dieses Spiel spiele, bei anderen Spielen nicht. Eine höhere Macht will irgendwie nicht, dass ich The Last of Us 2 durchspiele. Ich weiß nicht warum, aber dauernd werde ich gestört. Dauernd werde ich unterbrochen. Aber hey, wir haben Fireflies gefunden. Es gibt sie wirklich noch. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine kleine Basis für Teil 3. Return of the Fireflies. Was haben wir denn hier? Ich dachte eben ganz kurz, es wäre eine Urne. Aber nee, ist nur eine Vase. Und jetzt kommt wahrscheinlich diese komische Gang, die in dem Brief erwähnt wurde, und mischt uns auf. Und dann geht's wieder von vorne los. Here we go again. Stop! Bring sie nicht um! Fesselt sie! Komm her! Komm her, lass mal sehen! Bereit? Hey, was war das? Warte, warte! Ah! Ah! Scheiße, Mann! Fuck! Alles gut. Hol dir den Kleid. Was sind die denn? Wag es nicht, ihn anzufassen! Shit. Ganz schöner Glücksfall, was? Alter, haben die ihr vorne die Zähne rausgeschlagen? Aber ich hab's gewusst, oder? Ich hab's gewusst. Irgendwas von Sklaven haben wir im Brief gelesen. Da weißt du Bescheid. Da weißt du einfach Bescheid. Oh, Ellie, und du gerätst wahrscheinlich jetzt genau da wieder rein. Alter Mädchen, du hast aber echt auch ein Talent für Scheiße, ne? Als nächstes hin. Zwei, vier, zwei, fünf, Constance. Ja, das muss es sein. Ach, Mädchen, nein. Nein, ach Mann. Also, die guten Infos, gegen die ich diese Fische eingetauscht habe, haben sich als Schwindel herausgestellt. Trotz der ständigen Sackgassen sagt mir mein Bauchgefühl, dass die Fireflies in Santa Barbara sind. Irgendwo. Ich kann deinen sarkastischen Kommentar darauf direkt hören, also halt die Klappe. Ich gehe einem anderen Tipp in den Vororten nach. Wünsch uns Glück. Ich habe nachts mit Lev am Feuer gegessen.
mir die Wellen angeguckt und an dich gedacht. Ich habe ihm deinen blöden Witze über die Oma auf dem Skateboard erzählt. Er musste so lachen, dass er sein Essen ausgespuckt hat. So fröhlich habe ich ihn noch nie gesehen. Du fehlst mir. Dir hätte es hier gefallen. Es gibt keine Städte, nur kleine Karawanen, die sich die Küste hoch und runter bewegen. Angeblich ist Santa Barbara verflucht, so wie das Bermuda-Dreieck. Ich finde es wunderschön. Ich habe neulich eine Robbe gesehen, sie hatte Punkte. Ist das deine Art, mich zu ärgern? Ah, wie es scheint, vermisst sie... Vermisst sie Owen. Aber sie hat Owen auch weggejagt, ne? Wie kommt sie von hier hoch zur Straße? Naja, also wie wohl? Oh Mann. Ich vermisse das Meer. Das Meer ist einfach wunderschön. Strände sind wunderschön. Vögelchen sind wunderschön. Also wenn ich irgendwo überleben müsste, ich hoffe da, wo es warm ist. Deutlich angenehmer. Permanent kalt, nass. Nee, ich bin so ein Wärmemensch. Und das ist ja mal wieder ein ganz anderes Warm als jetzt zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland bist du immer nur gleich erschlagen von der Hitze, aber wenn du irgendwo auf einer Insel bist oder vom Meer umgeben, hast du auch ein ganz anderes Klima. Viel mehr Wind, eine bessere Luft, nicht so drückend. Das ist geil, so zu leben. Ich find's cool. Na gut, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten coolen Folge mit der extrem fertigen Ellie. Bis zum nächsten Mal. Bewertung dalassen und... Tschüss!